Die Hand des Herrn auf dem Rücken der Dame, ein Studium für sich. Hier sehen Sie den Oktavgreifer. Er spreizt die Finger, als ob er die Dame vom Scheitel bis zur Sohle umspannen müsste. Anscheinend ist er ihrer so unsicher. Das hier ist der Nackenkraller. Man weiß nie, will er sie erwürgen oder hat es auf die Halskette abgesehen. Hier der Querpresser. Er hält sie praktisch nur mit dem Zeigefinger und das ist einer Frau auf die Dauer zu wenig. Außerdem besteht die Gefahr, dass er sich den kleinen Finger bricht, wenn er irgendwo zu nah vorbeitanzt. Eine weitere Unart ist die Wäscheklammer. Er krallt sich in ihrem Kleid fest, als ob er sagen wollte, Mami, halt mich! Oder der Rückentaucher. Nanu, wo ist denn die Hand? Der hat wohl etwas zu verbergen. Etwa schwarze Fingernägel? Und dann hier der Rumgreifer. Das geht zu weit. Armlänge ist keine Entschuldigung. Und zum Schluss das Ärgste. Der Tieftaster. Lachen Sie nicht. So etwas gibt es tatsächlich. Ich darf Sie jetzt schon ein